Okay, sehr gut, Kabel ist dran. Ich nehme jetzt hier ein Stück so. Komm, ich nutze mal die Griffe. Komm, ich mache jetzt richtig geil. Mache sie mir die Finger hier raus. Schaut euch das an. So muss das sein. Guck mal, der Käse. So ist das mega, mega geil. Ich sapper, ich nehme jetzt da nochmal ein Stück raus. Da gibt's noch was. Das wollten wir euch schon längst mal zeigen. Ich habe keine Ahnung, warum wir es bis dahin noch nicht geschafft haben. Und zwar ist es Zupfbrot. Zupfbrot kann man im Backofen machen oder man macht ein Zupfbrot für Männer im Dutchofen. Und das machen wir nämlich heute. Und welche Zutaten wir hierfür brauchen, die stehen auf dem Tisch. Wir brauchen einfach nur 2 Frühlingszwiebeln, einen guten Flöckchen Butter, die werden wir dann nämlich oben raufstreichen, ein richtig leckeres Brot vom Bäcker, ganz wichtig, auf jeden Fall holt euch da ein Brot, was in euren Dutch Oven reinpasst. Dann nehmen wir als Käse sehr gerne einen richtig leckeren Raclette-Käse. Ich stehe total auf Raclette-Käse. Hier haben wir einen mit Paprika und gemischt mit Emmentaler. Einfach so in kleine Streifen geschnitten und dann funktioniert es auch wunderbar. Und zum Würzen nehmen wir heute Amore-Gewürz und unsere Café de Paris Kräuterbutter-Gewürz. Die werden wir dann nämlich vermischen und oben drauf streichen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach schon mal an. Und jetzt räumen wir einfach schon mal alles einfach beiseite, was wir als allererstes nicht brauchen. Unsere Gewürze und unseren Käse erstmal ein bisschen an die Seite, dass wir einen Platz haben. Und dann fangen wir schon mal an. Hier haben wir ein wunderschönes, richtig leckeres Brot. Heute früh beim Bäcker geholt. Ganz frisch, ganz lecker. Und wir brauchen ein scharfes Messer. Auf jeden Fall eins mit Zacken. Ganz wichtig, ob ihr jetzt ein großes Brotmesser nehmt oder hier jetzt ein kleines. Für das kleine Brot idealerweise, weil man es wirklich richtig schön bearbeiten kann. Und dann fangen wir schon mal an, unser Brot einzuschneiden. Ganz wichtig, ihr dürft das Brot nicht komplett durchschneiden, sondern auf jeden Fall den Boden unten heile lassen und nur bis zum Boden halt einschneiden. Und dann schneiden wir das einfach ein im Schachbrettmuster. Und deswegen seht ihr jetzt hier, ganz wichtig, dass das Messer auch Zacken hat, weil sonst kommen wir da schlecht durch. Und dann machen wir uns ein richtig schönes Schachbrettmuster draus. Und jetzt drehen wir unser Brot einmal um 90 Grad, damit wir das Schachbrettmuster vervollständigen können. Und dann fangen wir wieder an, einfach an der Seite das einzuschneiden. Jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil wir das Brot ja schon gut eingeschnitten haben. Immer schöne kleine Schnitte setzen, wie auf einem OP-Tisch. So, und jetzt haben wir schon unseren letzten Schnitt gesetzt. Jetzt will er schon raus, darf er noch nicht. Und jetzt haben wir unser Brot in ein wunderschönes Schachbrettmuster verwandelt. Und jetzt kommt die etwas schwierige Aufgabe. Wir müssen jetzt darin unseren Käse verteilen und unser Gewürz. Und jetzt fangen wir an, unseren Käse da drin zu verteilen. Das wird natürlich ein bisschen schwierig. Man muss immer so ein bisschen auseinanderziehen und das versuchen, irgendwie da reinzustecken. Funktioniert schon ganz gut. Aber ihr müsst halt aufpassen, damit ihr das Brot dann nicht ganz kaputt macht und irgendwie so viel Käse wie möglich da reinkommt. Weil viel Käse hilft viel und viel Käse schmeckt gut. So sieht es mir aus. Zupfbrot muss so richtig voll Käse sein und so richtig schön beim Rausziehen Sonne fließt. Jetzt unsere Schüssel noch mal kurz auf den Grill, damit die Butter ein bisschen zerlaufen kann. Wir wollen euch aber jetzt nicht zeigen, was da drauf ist, deswegen machen wir so. Wupp, wupp, wupp. So sieht sie mir aus. Dauert nicht lang, ein paar Sekunden, eine Minute, ihr habt keine Ahnung. Muss jetzt unsere Butter zerlaufen. In der Zeit, wo unsere Butter jetzt schmilzt, werden wir jetzt unsere Frühlingszwiebeln auch noch in das Brot reinarbeiten. Ganz fein säuberlich werden wir das machen und das Ganze noch mit unserem Amore-Gewürz würzen. Mhm. Dafür nehmen wir jetzt einfach unsere Gemüsezwiebeln,
Die sind definitiv ein bisschen viel. So viel werden wir da gar nicht reinkriegen. Aber versuchen da noch ein paar irgendwo so ein bisschen rein zum Stopfen. Das muss auch nicht so mega schön aussehen. Das wird nachher eine mega, mega leckere Sauerei. Ihr werdet das dann genau sehen. Aber ganz genau. Aber ganz genau. So sieht es nämlich aus. Einfach noch ein paar Gemüsezwiebeln rein. Kann auch nie genug sein. Und jetzt ist unsere Butter richtig schön zerlaufen und jetzt kommt unser Café de Paris dazu. Das ist ein richtig leckeres Gewürz, schmeckt wunderbar, richtig gut abgestimmt. Und das machen wir jetzt, das rühren wir jetzt einfach nur in unsere Butter halt ein. Nicht zu wenig, soll ja auch noch was schmecken. So, und jetzt haben wir unsere Kräuterbutter richtig schön verrührt. Das ist jetzt eine richtig, richtig leckere Masse. Und jetzt werden wir das einfach auf unser Brot träufeln. So sieht es nämlich aus. Und dafür streichen wir richtig alles ein, damit es schön in die ganzen Ritzen in unser Brot ziehen kann. Also wenn das jetzt nicht richtig lecker aussieht. Und jetzt müssen wir nur noch unser Brot in unseren Dutch-Ofen legen, den Deckel oben drauf machen und dann darf es ab ins Feuer. Und ihr habt gesehen, wir brauchen unten relativ wenig Hitze und oben ein bisschen mehr Hitze, weil wir wollen den Boden, der ist ja schon durch. Wir wollen einfach nur den Käse zum Schmelzen bringen und damit es richtig, richtig lecker wird. Und deswegen ein Drittel Hitze unten, zwei Drittel oben. 10 Minuten sind um. Jetzt machen wir unser Holz beiseite. Und öffnen den Deckel. Ja, mega. Man sieht jetzt hier halt gar nichts, aber ist egal. Aber ich sehe es und ich riech's. Und deswegen nehmen wir jetzt unseren Dutch Oven runter. Jetzt sind wir noch nicht ganz fertig. Jetzt kommt unser Amore-Gewürz noch oben drauf. Nur damit wird es dann richtig lecker. Einfach ein bisschen oben rauf streuen. Und das war's auch schon. Für die, wo jetzt Bock haben, die schauen uns jetzt zu, wie wir dieses geile Gericht probieren. Ach, wo ist es denn hier? Oder die anderen, die spulen jetzt einfach ein Rundchen weiter nach hinten. Ich weiß jetzt nicht, 30 Sekunden oder ein bisschen mehr. Mal gucken, wie lange wir jetzt für den Dings brauchen, abspannen. Aber da kommen wahrscheinlich wieder ein paar Outtakes. Ich glaube, wir haben wieder ein paar produziert. Gucke mal, ihr habt Spaß. Ich würde jetzt aber sagen, Gordon ab! Man reiche mir das Brot. So sieht's. Wir wollen brüderlich teilen. Oder wie war das immer in der Tafelrunde? Ich glaube, da ging es ums Brot und Wein. Genau. Aber am liebsten würde ich da jetzt direkt reinmeißen, aber wir teilen ja. Unten Nick Schwarz, eigentlich alles super. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir jetzt da wirklich, nimm dir mal deine Gabel, dann würde ich sagen, fahren wir einmal mega. Richtig schön rein. Mega. Sag mal, hier, alles Käse, cheesy. Guckt euch das an. Hammer geil. Ich finde, das ist richtig geil zum Steak, zum Reichen oder so. Ist natürlich jetzt so, sieht halt aus wie geflattert. Das ist leider so. Das können wir nicht. Zupfbrot, oder? Genau, darum nennt man es ja auch Zupfbrot. Dann zupfen wir uns doch nochmal was raus. Und der untere Teil schmeckt halt extrem nach Brot, weil da kein Käse drin ist. Müsste halt mehr vielleicht. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es geil, mega. Wir machen das immer wieder. Ja. Das ist für uns ein Gericht, wo eigentlich immer sein muss. Aber ihr Aber ich würde sagen, ihr testet es einfach aus. Schreibt uns in die Kommentare, das ist für uns immer extrem wichtig, wie es euch geschmeckt hat. Mittlerweile kommen ja immer wieder Kommentare, wo es nachmachen. Und das ist schön, genau deswegen machen wir es alle. Genau, wir machen es für euch und für uns, wenn wir kamerageil sind, ist leider so. Genau, und deswegen. Ja. In diesem Sinne, macht's mit, macht's nach, macht's besser. Wir sehen uns nächste Woche am Donnerstag wieder. Wenn's wieder heißt, um 18 Uhr im G-Barbecue. Und ich würde sagen, Kuss geht raus, Digga. Gönn dir so ein Zupfbrot. G steht für gönnen. Schöne Grüße an Montana Black, geiler Typ. Okay. Schön, wenn man Hunger hat. Ja, voll. Lecker Brot. Wo ist denn jetzt die Hinterstadt?
total. Du wolltest jetzt gerade Brot machen. Ja, das schmeckt voll lecker. Ja, ich weiß ja, du isst es voll gern. Ja? Ja. Und ich muss wieder machen. Ja, eben. Wer frisst die ganze Scheiße? Ich? Genau. Da kommen nicht was. Die warten. Wer? Unsere Fan. Unsere Zuschauer. Ist live. Außerdem hält ihr auch, wenn ich den da reinstecke. Och, das ist eine Kacke hier. Ich hasse es. Das muss richtig cheesy werden. Cheesy, cheesy. Easy, peasy, cheesy. Was denn? Soll ich nichts essen? Mach du auch mal. Ja. Also. Butter noch ein bisschen zerlaufen kann. Wollte ich noch sagen. Okay. Nee, ich wollte jetzt, dass du weiterredest, schon die Filme einfach schon. Ihr macht schon, wir sind uns total einig, was wir immer tun. Genau. Hast du jetzt Rekord gedrückt? Der Manuel hat jetzt erst Rekord gedrückt, nachdem wir die Szene eigentlich im Prinzip schon komplett abgedreht hatten. Naja, fast. Das ist unsere Butter. Mama. Guck mal, Leute. Gar nicht? Nee, du bist schon unscharf. Jetzt da. Rack? Ton? Wahnsinn. Szene? Neu? Alles? Okay. Der darf jetzt unser Zopfbrot verkosten. Dann machen wir noch ein schönes Video. Und dann ist schon wieder vorbei.